Guten Morgen, es ist 10.23 Uhr und es regnet, regnet, regnet. Also ziemlich genau 10 Stunden später habe ich von 69 noch 62% übrig im Akku. Ja, ist doch wunderbar. Diese 62% entsprechen 305 Kilometern. Draußen ist es 7 Grad und ich hatte die Klima im Camp-Modus auf 18 Grad stehen und die Belüftung auf Stufe 1 runtergestellt. Ja, jetzt werde ich erstmal wach werden. Draußen regnet es, man hat gar keine Lust rauszugehen. Ja, und mich frisch machen und dann mal weiter planen. So, so sieht er aus, mein Übernachtungsplatz im Hellen. Hier ist eine Mautstation, 100 Kronen muss man bezahlen, wenn man diesen Weg weiterfahren will. Und hier habe ich geschlafen. Ja, und jetzt fahre ich die Straße wieder runter und die Route weiter. Es regnet leicht, aber das war so vorausgesagt, das ganze Wochenende soll regnerisch sein. So, rein ins warme, trockene Auto. Schön. Schauen wir doch mal. Meine Route soll jetzt so aussehen. Weiter bis nach Trondheim. In Trondheim zu dem Supercharger. Momentan sind 7 Plätze frei. Davor ist noch ein anderer Supercharger, der Leinstrand. Da sind gerade 17 Plätze frei. Ja, also jetzt geht es erstmal weiter nach Trondheim. Bis dahin. Also ein Leinestrand an dem Supercharger, wenn ich vielleicht noch ein bisschen aufladen, ich weiß nicht, brauche ich wahrscheinlich nicht. Ich habe ja noch 301 Kilometer drin. Es sind 79 Kilometer bis zum ersten Stopp. Ja, und in Trondheim soll ich dann ankommen um 12.23 Uhr. Ja, mit 29% Restakku und die 301 Kilometer, die ich jetzt hier drin habe, sind noch 61%. 11.02 Uhr ist es draußen, sind es kuschelige 6 Grad, es regnet. Ja, wir fahren weiter. So, wir sind jetzt hier in Orkanger, kurzer Stopp an der Tankstelle, um auf Toilette zu gehen. 48% sind noch drin und das sind 236 Kilometer. Schauen wir mal, wie der Verbrauch war. Die letzten 50 Kilometer hatte ich einen Verbrauch von 162 Wattstunden pro Kilometer. Und auf den gesamten Trip sind wir jetzt 276 Kilometer gefahren und der Schnitt liegt bei 163 Wattstunden pro Kilometer. Ja, das ist eigentlich ganz gut bei diesem Wetter hier und diesen Temperaturen, 7 Grad draußen. Wir haben jetzt 12.15 Uhr und ich fahre weiter. Thank you.
So, da sind wir am Supercharger in Leinstrand angekommen mit 37% Restkapazität, 183 Kilometern sind das. Ja, und dann schauen wir doch mal, was wir hier bekommen. Ladeanschluss öffnen. Angestöpselt ist, es ist ein Supercharger Version 2. Da dauert das Synchronisieren zwischen Auto und Ladestation immer ein bisschen. Klack, los geht's. Und er sagt, Ladelimit 80%. Scheinbar hat das mir runtergesetzt, weil hier sehr viel Verkehr ist an dem Supercharger. Ich hatte es auf 90 stehen. Ja, steht auch hier unten, stark frequentierte Supercharger-Station. Ladelimit wurde auf 80% gesetzt, bei Bedarf anpassen. Also ist kein Problem, man kann das bei Bedarf auch anpassen. Schauen wir mal, ich kriege jetzt nur 66 kW bei 37%. Habe allerdings auch nur die letzten paar Kilometer vorkonditioniert und draußen ist es nicht sehr warm, wie ihr seht. Von daher wird der Akku nicht besonders warm sein. Ja, ich setze das Limit doch mal wieder auf 90%. So, genau. Und dann lassen wir ihn mal ein bisschen laden hier. Kosten tut das Ganze übrigens hier in Leinstrand 3,70 Kronen gerade momentan aktuell. Und da steht sogar jetzt, außer Betrieb ist der Ladeplatz 5B. Es ist schön, dass das jetzt auch angezeigt wird hier. Insgesamt gibt es hier 18 Ladeplätze. So, wir fahren jetzt weiter zum Supercharger nach Trondheim. Es sind 20 Minuten bis dahin auf der E6 hoch hier rein nach Trondheim. Ich habe jetzt bis 87% geladen. Das entspricht 431 Kilometern, sagt er. Ja, er lädt noch mit 41 kW. Und ja, da ist es doch Zeit weiterzufahren, würde ich sagen. Daher Ladevorgang stoppen, Ladeanschluss entriegeln und weiter geht's. Jetzt sind wir hier am Supercharger in Trondheim. Hier lade ich noch ein bisschen nach. Ja, er lädt mit 46 kW bei noch 85% im Akku. Ist eine stark frequentierte Version. Er hat mich auf 80% runtergesetzt. Dann hat er natürlich das Laden gleich schon wieder aufgehört. Ja, das ist hier an einem Einkaufszentrum. Und auf der anderen Seite ist auch gleich, vielleicht sieht man es ja da durchs Fenster, das Tesla Service Center. Ich denke mal, ich werde jetzt mal kurz hier reingehen ins Einkaufszentrum und ja, dann den weiteren Weg planen. Wahrscheinlich werde ich über die schwedische Grenze rüberfahren und dort ein bisschen shoppen gehen am Grenzhandel.
Und zwar, hier ist die Grenze rüber nach Schweden. Ich bin jetzt hier in Trondheim. Ein Supercharger ist dann auf dem Weg nach Schweden rüber noch. Und direkt da an der Grenze in Schweden ist ein Grenzhandel, beziehungsweise kurz nach der Grenze. Und da gibt es auch einen Supercharger, wie ihr seht. Ist zwar Version 2, aber das macht ja nichts, ist ja schnell genug. Ja, und da werde ich ein bisschen shoppen gehen. In Schweden gibt es viel größere Auswahl normalerweise und ein paar andere interessante, schöne Produkte. Es ist schön, mal nochmal was anderes sich ab und zu kaufen. Und ja, schauen wir mal, wie lange würde ich denn von hier bis dorthin benötigen. Er berechnet die Route und sagt, 1 Stunde 27, 101 Kilometer. Ja, das ist in Ordnung. Wir haben jetzt 13.52 Uhr. Ich lade hier jetzt mal noch gut voll. Fast voll, denke ich mal, werde ich laden. Und ja, dann geht's in Kürze auch schon wieder weiter. So, wir haben 14.12 Uhr. Wir sind bei 99% angelangt. Er sagt noch 2 Minuten verbleibend. Das dauert aber erfahrungsgemäß viel länger, auf 100% zu laden. Ja, 491 Kilometer, sagt er mir, bei 99%. Und wir fahren jetzt, wie gesagt, weiter Richtung Storlien über die schwedische Grenze. Gerade als ich weiterfahren wollte, sehe ich, dass hier vorne wieder raucht. Kennt ihr das? Habt ihr das auch schon mal erlebt? Was genau ist das? Hier vorne raucht es raus und das kommt ab und zu beim Supercharging vor. Tja, solange das Auto nicht abfackelt, ist ja alles in Ordnung, hoffentlich. Da sind wir in Storlien am Supercharger angekommen. Ja, mit noch 72%, entsprechend 357 Kilometern. Und ja, schauen wir mal in die Trips. Seit dem letzten Laden, also in
Trondheim haben wir 102 Kilometer hinter uns gebracht. Insgesamt sind wir 426 Kilometer jetzt gefahren. Ja, und haben 75 Kilowattstunden verbraucht und der Schnitt liegt bei 176 Wattstunden pro Kilometer. Es ist hier relativ kalt gewesen zwischen Norwegen und Schweden in der Grenzregion. Das ist meistens so. Da ist es immer am kältesten. Ja, und hier drüben ist das Einkaufszentrum hier in Schweden, wo ich gleich ein bisschen shoppen gehen werde. So, ich bin fertig mit dem Shoppen. Habe nicht ganz so viel gekauft, aber ja, ein bisschen was. 84% starte ich jetzt hier. Wir haben jetzt inzwischen 3 Grad, hier ist relativ kalt und es ist 17.14 Uhr. Und als Ziel habe ich mal Åndalsnes eingegeben. Bis dahin wären es 5 Stunden 32 und 402 Kilometer, sagte ich. Ich habe alle Ladestopps rausgenommen. Dann sagt er, unter 85 km/h fahren, um Ziel zu erreichen. Ja, natürlich werde ich zwischendurch nochmal laden. Ich denke mal, spätestens in Dumbos wird die nächste der nächste Ladestopp sein, wenn nicht sogar schon vorher. Ja, also geht es jetzt zurück über die E14, dort rüber und dann runter die E6 ein Stück, ist rüber auf die E136, wenn es mich nicht täuscht geht. Auf geht's, back on tour, on the track. Wir sind in Stjørdal am Supercharger angekommen und da ist ein Tesla-Taxi. Model S habe ich noch nicht gesehen bisher, ein Tesla-Taxi. Ja, schauen wir mal. Ich habe gerade angestöpselt. Schauen wir mal, ich habe noch 66% im Akku und er zieht 75 kW. Er hat vorkonditioniert. Und 329 Kilometer sind das, diese 66%, beziehungsweise 67%. Ja, ich werde jetzt hier ein bisschen laden. Wir gucken mal in die Statistiken rein. Der Verbrauch auf den letzten 50 Kilometern bis hierher lag bei 184 Wattstunden pro Kilometer. Und seit dem letzten Laden waren das 71 Kilometer bis hierher, also von Storlien in Schweden, wo ich einkaufen war. Und hier insgesamt haben wir jetzt schon 497 Kilometer gefahren und der Schnitt insgesamt liegt bei 175 Wattstunden pro Kilometer auf diesem Roadtrip. Ja, dann wollen wir doch mal hier ein bisschen weiterladen. Momentan sagt er in Åndalsnes, werde ich mit minus 6% ankommen um 22.34 Uhr. Mal schauen, ob ich überhaupt so weit fahre. Ich werde jetzt mal gucken, wo ich denn übernachten kann. Wir haben 18.23 Uhr inzwischen und hier sind es 8 Grad in Stjørdal. Ja. So, ich habe bis 87% geladen. Das sind 428 Kilometer und habe mir jetzt überlegt, in der Nähe von Dovre Grubbenshall zu übernachten, vielleicht auch in der Dovre Grubbenshall, wenn die ein Zimmer für mich haben. Dann übernachte ich heute mal nicht im Auto. Das sind 2 Stunden 47, 205 Kilometer von hier dorthin und um 21.23 Uhr soll ich dort ankommen. Also jetzt fahren wir weiter. We'll be right back.
Wir sind in Bergkok am Supercharger angekommen mit 58% in der Batterie, noch 285 Kilometer soll ich damit fahren können, sagt der Tesla. Und in die Trips schauen wir mal rein. Seit dem letzten Laden waren es 113 Kilometer, ein 178er Schnitt. Ja, und auf dem gesamten Roadtrip habe ich jetzt 610 Kilometer hinter mich gebracht, 107 Kilowattstunden verbraucht und der Schnitt liegt bei 176 Wattstunden pro Kilometer. Und das ist doch in Ordnung bei den Temperaturen draußen. Wir haben jetzt hier 6 Grad, 20.06 Uhr. Ich werde jetzt hier, denke ich mal, noch ein bisschen nachladen, ehe es dann gleich wieder weitergeht. So, jetzt habe ich aufgeladen bis 77%. Da sagt er mir, das reicht für 379 Kilometer. Und ich habe mir ein Ziel rausgesucht und gebucht, das Dombos Hostel. Da werde ich heute übernachten. Habe mein Zimmerchen da gebucht. Ankunft soll um 21.56 Uhr sein. Wir haben jetzt 20.24 Uhr und das sind 113 Kilometer und ja, eine Stunde 32 zu fahren. Ja, also weiter geht's. Der nächste Tag ist es. Es ist 10.39 Uhr. Ich hatte die Bluna mit 50%, glaube ich, abgestellt gestern Abend. Wir haben jetzt noch 46%, entspricht 227 Kilometern. Ja, und ich fahre jetzt weiter hier von Dombos. Hier habe ich übernachtet. Hier im Dombos Wandrerheim und Hostel hatte ich ein Zimmer für umgerechnet ca. 49 Euro die Nacht. Das war nicht luxuriös und super modern, aber für eine Nacht super in Ordnung und vor dem Preis kann man da echt nichts sagen. Ja, es geht jetzt hier von Dombos die E136 rüber durch Norwegen nach Åndalsnes. Da ist der nächste Supercharger. Und bis zum Supercharger und da ist es vorkonditioniert jetzt schon. Sind es noch 1,5 Stunden, 106 Kilometer und ich soll da um 12.08 Uhr ankommen. Ja, und dann geht es weiter Richtung nach Hause in die Gegend von Ålesund. Yes, yes. Ich bin jetzt hier in Dombos am Supercharger, also direkt in dem Ort, wo ich übernachtet habe. Der wurde erweitert hier mit V3-Stalls, jede Menge. Und ich habe mich entschlossen, hier doch schnell noch ein bisschen zu laden. Jetzt bin ich schon bei 74%. Ich denke mal, ich werde jetzt weiterfahren. Dann brauche ich nämlich auch nicht den Supercharger in Åndalsnes anfahren, denke ich mal. Den kann ich jetzt hier Route bearbeiten. Ja, der ist ja jetzt schon automatisch raus, genau.
Ich habe nur Andalsens auch eingegeben, damit wir da rüberfahren und bis nach Andalsens. Jetzt rechts abbiegen, sind es noch eineinhalb Stunden. Ja, gut. Dann würde ich mal sagen, 75%, das ist doch eine gute Prozentzahl. Ladevorgang stoppen und Ladeanschluss entriegeln. Und weiter geht's. So, ich bin jetzt hier in Andalsnes angekommen. Hier ist die Esso-Tankstelle. Dort ist der Supercharger. Da ich aber noch 58% und somit ca. 288 Kilometer in der Batterie habe, werde ich jetzt nicht laden. Und bis nach Hause, sagt er mir, sind es noch ca. 3 Stunden und 178 Kilometer. Das heißt, ich habe sicherlich so ca. 100 Kilometer Puffer. Und ja, da werde ich jetzt nicht laden, dann werde ich dann zu Hause bei mir an der Starkstromsteckdose laden. Ja, ich werde mir jetzt hier was zu essen holen, weil ich habe langsam Hunger. Und dann, nach dem Essen, geht es auch schon direkt wieder weiter Richtung nach Hause. Ja, der Verbrauch jetzt auf den letzten 50 Kilometern liegt bei sagenhaften 77 Wattstunden pro Kilometer. Und wir gucken mal in den Tripzähler hinein. Auf diesem Roadtrip bin ich jetzt 832 Kilometer gefahren und da liegt der Schnitt bei 166 Wattstunden pro Kilometer. Ja, und verfahren habe ich insgesamt 138 Kilowattstunden. So, jetzt gibt es erstmal gesundes Essen. Burger mit Pommes. Schmeckt gut. So, frisch gestärkt kann es jetzt weitergehen um 13.47 Uhr bei 8 Grad und noch 58% im Akku. Starten wir von Andalsnes weiter Richtung nach Hause. So, wir haben 15.49 Uhr, noch 32% im Akku und wir sind jetzt am Fährenkai in Sülesund angekommen. Und ja, der Trip nähert sich so langsam dem Ende. 945 Kilometer bisher gefahren und der Schnitt liegt bei 164. Gucken wir nochmal auf die letzten 50 Kilometer, da liegt der Schnitt bei 123.
16.42 Uhr. Ich bin jetzt zu Hause angekommen nach 965 Kilometern und 164 war der Schnitt, 164 Wattstunden pro Kilometer. Und ich habe insgesamt 158 Kilowattstunden verbraucht. Schauen wir doch noch mal rein in den Verbraucher von den letzten 50 Kilometern. Der liegt bei 145 Wattstunden pro Kilometer. Ja, da kann man sich doch nicht beklagen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir ein Like da lasst oder sogar ein Abo. Und dann sehen wir uns wieder in einem der nächsten Videos. Schöne Grüße aus Norwegen. Thank you.